Ich heiße Ludwig Schläfli. Bin ein Schweizer Geometer. Ich habe im 19. Jahrhundert gelebt und ich werde Ihnen das Tor in die vierte Dimension öffnen. Wir wollen uns nicht durch Worte beeindrucken lassen, denn ich bin ein Visionär. Ich war einer der ersten, denen bewusst geworden ist, dass höherdimensionale Räume existieren und dass wir ihre Geometrie studieren können. Die Wesen, die in der Ebene leben, können sehr wohl die Existenz dreidimensionaler Polyeder begreifen. Warum sollten wir also nicht die vierdimensionalen Polyeder verstehen? Einer meiner größten Beiträge bestand darin, alle regelmäßigen Polyeder in Dimension 4 beschrieben zu haben. Was ist die vierte Dimension? Viel ist darüber geschrieben worden. Die Science-Fiction-Autoren ergötzen sich geradezu daran. Ich werde Ihnen die Dinge an der Tafel erklären. Wie Sie sehen werden, ist diese Tafel ein klein bisschen magisch. Das Wichtigste ist die Bereitschaft, von der uns gewohnten Welt zu abstrahieren, um uns eine Welt vorzustellen, zu der unsere Augen und unsere Sinne keinen direkten Zutritt erlauben. Wir werden eine List benutzen müssen, genauso wie die Reptilien. Ich werde auf einen Aussichtspunkt steigen, der für Sie leider nicht sichtbar ist, aber ich werde versuchen, Ihnen zu beschreiben, was ich sehe. Aber vorher zeichne ich eine Gerade auf die Tafel. An diese Stelle lege ich den Ursprung. Jeder Punkt auf dieser Geraden lässt sich eindeutig beschreiben durch seinen Abstand zum Ursprung, behaftet mit einem Minus, falls der Punkt links vom Ursprung liegt, oder mit einem Plus, falls er rechts davon liegt. Wir bezeichnen diese Zahl gewöhnlicherweise mit x und nennen sie die x-Koordinate. Weil die Lage eines Punktes auf einer Geraden nur durch eine Zahl beschrieben ist, sagen wir, dass die Gerade Dimension 1 hat. Jetzt zeichne ich eine zweite Achse, die senkrecht auf der ersten steht. Jeder Punkt in der Tafelebene wird jetzt vollständig durch zwei Zahlen beschrieben, die wir üblicherweise mit x und y bezeichnen, die x- und die y-Koordinate. Die Ebene ist also zweidimensional. Müssten wir ein Wesen, das auf einer Geraden lebt, beschreiben, was ein Punkt in einer Ebene, die es ja nicht aus eigener Erfahrung kennt, ist, so könnten wir ihm einfach sagen, ein Punkt in einer Ebene ist die Angabe eines Zahlenpaares. Lassen Sie uns zur dritten Dimension übergehen. Die Kreide schreibt in den Raum und zieht eine dritte Achse, die senkrecht auf den zwei vorigen steht. Ein Raumpunkt wird durch drei Zahlen beschrieben, x, y und z. Wir könnten also den Reptilien, die wissen wollen, wie unsere Welt aussieht, sagen, ein Punkt im Raum, das sind einfach drei Zahlen. Gehen wir zur vierten Dimension über. Wir könnten versuchen, eine vierte Achse einzuzeichnen, die senkrecht auf den anderen stünde, aber das ist unmöglich. Deshalb müssen wir anders vorgehen. Natürlich könnten wir einfach sagen, dass ein Punkt im vierdimensionalen Raum durch die vier Zahlen x, y, z, t gegeben wird. Aber dies ist nicht sonderlich erhellend. Wir werden trotzdem versuchen, eine Intuition dieser Geometrien zu entwickeln. Eine erste Verständnismethode ist es, einer Analogie zu folgen. Hier ein geraden Segment, dann ein gleichschenkliges Dreieck. Und schließlich ein regulärer Tetraeder. Unsere magische Tafel erlaubt es uns, in den Raum zu zeichnen. Wie könnte man die Folge in Dimension 4 fortsetzen? Wir sehen, dass die Strecke, das Dreieck und der Tetraeder jeweils 2, 3 bzw. 4 Eckpunkte besitzen.
Wir können also versuchen, mit fünf Ecken fortzufahren. Versuchen wir es. Bei der Strecke, dem Dreieck und dem Tetraeder sind zwei Eckpunkte jeweils durch eine Kante verbunden. Wir müssten die fünf Eckpunkte paarweise verbinden. Wir zählen. Eine Kante. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn Kanten. Beim Tetraeder berandet jedes Triple von Kanten eine dreieckige Seite. Wir gehen genauso vor. Was uns eine Dreiecksseite, 2, 3, 10 Seiten gibt. Aber wenn wir mit der Analogie fortfahren, dann müssen wir auch einen Tetraeder für jedes vier Tuple von Ecken einfügen. Davon finden wir 5. So, wir haben unser vierdimensionales Objekt fertig konstruiert. Wir wollen es auf den Namen Simplex taufen. Und wir wollen es so im Raum drehen, wie wir den Tetraeder rotiert haben. Natürlich muss man sich vorstellen, dass der Simplex sich im vierdimensionalen Raum dreht und dass das, was wir sehen, lediglich die Projektion auf die Tafel ist. Das, was die Dinge etwas kompliziert macht, ist, dass die Seiten sich durchkreuzen und sich vermischen. Ja, man braucht schon etwas Erfahrung, um in der vierten Dimension zu sehen. Wir können den Simplex nehmen, der in der vierten Dimension liegt, und ihn so verschieben, dass er langsam unseren dreidimensionalen Raum durchquert. Auf die gleiche Art, auf die die Reptilien ein Vieleck sahen, das auftaucht und später wieder verschwand, so würden wir einen dreidimensionalen Polyeder sehen, der auftaucht, sich verformt und schließlich verschwindet. Voilà, der Simplex hat unseren dreidimensionalen Raum durchquert. Jetzt werden wir auch andere vierdimensionale Polyeder kennenlernen, die unseren dreidimensionalen Raum durchfahren. Hier ist der Hyperwürfel, der die Familie verallgemeinert, die mit dem Segment, dem Quadrat und dem Würfel beginnt. Man muss sich eingestehen, dass es ziemlich schwierig ist, sich ein intuitives Bild durch die Methode der Schnitte zu machen, die wir bisher benutzt haben. Ich habe die Entsprechung zum Icosaeder und zum Dodekaeder entdeckt. Sie haben schwierige Namen, aber ich nenne sie einfach das 120-Zell und das 600-Zell. Denn der erste hat 120 Seiten und der zweite 600. Betrachten Sie den 120-Zell, wie er unseren Raum durchquert. Und hier das 600-Zell. Natürlich rede ich, wenn ich sage, dass ein vierdimensionaler Polyeder 600 Seiten hat, von seinen dreidimensionalen Seiten. Ja, diese 600 Seiten sind also ebenso viele Tetraeder. Und das 120-Zell? Es setzt sich aus 120 Dodekaedern zusammen. Wir werden sie etwas später besser kennenlernen. Um diese vierdimensionalen Objekte mit unseren dreidimensionalen Augen betrachten zu können, kann man sich ihrer Schatten bedienen. Die Objekte liegen im vierdimensionalen Raum und wir projizieren sie auf unseren dreidimensionalen Raum. Genauso wie ein Künstler eine Landschaft auf seine Leinwand projiziert. Das ist auch, was wir schon mit dem Simplex gemacht haben. Hier der Hyperwürfel. Natürlich dreht er sich, damit wir seine Details begutachten können. Wir sehen zum Beispiel, dass der Hyperwürfel 16 Ecken hat. Ein kleiner Neuling. Meine schönste Entdeckung. Ein Objekt, das ich das 24-Zell nenne und das keine Entsprechung im Dreidimensionalen kennt. Eine rein vierdimensionale Kreatur.
bin sehr stolz darauf, es entdeckt zu haben. Staunen Sie, 24 Ecken, 96 Kanten, 96 Dreiecke und 24 Oktaeder. Ein Wunder. Hier ist der Schatten des 120 Zell, in seiner ganzen Majestät. In seiner komplexen Majestät, muss man wohl sagen. Stoßen wir in sein Inneres vor und untersuchen wir die Struktur. Schauen Sie, 600 Ecken, 1200 Kanten. An jeder Ecke treffen sich vier Kanten. Eine vollständig regelmäßige Struktur. Alle Ecken, alle Kanten haben die gleiche Rolle. Und trotzdem zerstört die Projektion die Gleichmäßigkeit des Objekts. Strengen Sie Ihre Vorstellungskraft etwas an. Stellen Sie sich das Objekt im vierdimensionalen Raum vor, wo eine riesige Rotationsgruppe all seine Kanten und Ecken vertauscht. Das ist also der Champ, das 600-Zell. Was für ein riesiges Makromolekül mit seinen 720 Kanten und 120 Ecken. Zwölf Kanten laufen aus jeder Ecke. Aber unser Abenteuer mit den vierdimensionalen Polyedern wird hier noch nicht zu Ende gehen. Denn wir wetten, dass die stereografische Projektion uns eine wesentlich bessere Intuition gibt.